Mal? Witzig. Ich hoffe, ich habe mal keine Ahnung. Ich hoffe, ich habe nie Ahnung. Und zwar handelt es sich um dieses beknackte Buch. Beziehungsweise, warte mal. Die Flasche ist ja auch noch. Warte mal. Warte mal. Ich muss mal ganz kurz gucken. Ein Buch, das summt. Merkwürdig. Ich habe bis jetzt nicht... Ich muss mal kurz mich anders hinsetzen, damit ich mit euch reden kann. Geh ins Schloss damit und schau dich um. Ich dachte, ich wäre da hingegangen, aber ich habe es nicht rausgefunden. Okay, dann mache ich das. Und hier eine Flasche mit eisigem Wasser. Das Wasser in dem Fläschchen ist nicht nur kristallklar, es ist auch kalt, so wie der Schnee in den eisigen Höhen. Gut, ich kann jetzt natürlich hochgehen in die eisigen Höhen damit, aber was ich damit anfangen kann, weiß ich halt auch nicht. Mach es nochmal. Gut, dann gehen wir halt nochmal ins Ding da hoch. Gut, machen wir das. Ja, jedenfalls, um nochmal ganz kurz das Thema Mangas nochmal ganz kurz anzusprechen. Ich bin euch sehr, sehr dankbar, selbstverständlich dankbar, wenn ihr mir Tipps geben könnt, wenn ihr einen richtig guten Manga kennt, den ich mal ausprobieren sollte. Ich kann euch zum Beispiel, welchen ich jetzt negativ negativ sehe, welchen Manga, ist diesen anderen, den ich geholt habe. Ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht. Alice O. Slice oder Alice Slice oder wie auch immer. Alice, irgendwas mit Alice und Slice. Spy Family war super, der war echt gut. Das war wirklich gut. Aber dieses Alice Slice, das mochte ich gar nicht. Das mochte ich wirklich nicht. Ich müsste auf Discord gucken, wie das heißt. Das habe ich euch doch geschrieben. Warte mal. Ich will nichts Falsches sagen. Gerade wenn ich euch jetzt was erzähle, möchte ich ja, dass es richtig ist. Moment. Nee, Sinnoh Alice. Wieso komme ich auf Slice? Sinnoh Alice heißt es. Oder Sinnoh Alice oder irgendwie sowas. Sinnoh Alice, wie auch immer. Irgendwie sowas. Jedenfalls, das waren wirklich nichts. Warum? Ich bin der Meinung, dass dieser Manga zu wenig Text enthält. Da sind fast nur Bilder drin. Und ich bin voll der Fan von Geschriebenem. Ich liebe es, wenn da eine gute Story ist, wo halt auch ordentlich Text ist, wo gute Gespräche stattfinden, die teilweise humoristisch sind, teilweise ein bisschen tiefgründiger oder sowas. Das liebe ich auch an Mangas. Ich weiß, Mangas sind auch bebildert und auch stark mit Bildern in Verbindung und so weiter und so fort. Ich mag aber trotzdem es lieber, wenn da gute Texte drin vorkommen. Und bei diesen Sinnoh Alice oder wie das Ding heißt, wie ich schon wieder falsch ausgesprochen habe, ja, also auf jeden Fall... Das Sinnoh Alice, da war fast nur Bilder und auch eine absolut abgedrehte Story. Die war schon interessant. Versteht mich nicht falsch. Sie ist wirklich sehr interessant. Aber so hundertprozentig überzeugt hat es mich bis jetzt nicht. Ein Kapitel fehlt mir noch. Von dreien habe ich zwei gelesen. Ich habe jetzt gerade mal draufgeklickt, ob es irgendwas bringt, aber tut's nicht. Vielleicht stehe ich irgendwo falsch. Warte mal, ich gehe mal hier. Naja, wobei, das bringt nichts. Vielleicht in Mickys Zimmer. Ich gehe mal in Mickys Zimmer, mal gucken, was das bringt. Er sieht es gar nicht, weil er plappert. Ich habe es versucht zu sehen. Was sehe ich denn nicht? Es kam irgendein Blitz oder irgendwie sowas. Irgendwas kam... Ist das Ding da oben? Nee, das habe ich ja schon reingelegt. Da. Das habe ich da schon reingemacht. Was habe ich denn nicht gesehen? Das da? Mimi Mystery, hey! Ach so. Ach, die Nachricht sehe ich nicht. Sword Art Online, Tobias. Genau, Sword Art Online war auch etwas, was ich mal probieren wollte. Also ich weiß nicht, ich probiere noch mit dem Buch noch ein bisschen was aus, aber bis jetzt verstehe ich es nicht. Sword Art Online war auch ein Manga, also nicht der Anime, sondern Manga, den ich tatsächlich ausprobieren wollte. Die kriegst du gar nicht mehr. Zumindest die ursprünglichen Sword Art Online Mangas. Ich glaube, die kriegst du gar nicht mehr. Ich habe die nicht gesehen im Internet. Und wenn, dann waren sie horrende Preise oder nicht auf Deutsch oder sonst was. So, warte mal, jetzt habe ich das Buch hier vielleicht, irgendwo hier. Also hier sind die Sachen, die nur Mickey, ja, so komische Tagebücher von Mickey. Oh, Alter, Stitch, verpiss dich. Oh, der steht ständig im Weg.
Hier ist aber auch nichts. Das sind nur diese Tagebücher von Mickey. Hier war ich nämlich drin und habe rausfinden wollen, ob es was bringt, aber es hat nichts gebracht. Sind die Tagebücher? Nee, da ist nichts. Schau dich gut um. Heiß. Okay, also anscheinend bin ich hier richtig, oder wie? Ja. Mit der Kiste vielleicht? Lager öffnen. Muss ich das da reinlegen? Und jetzt? Was habe ich davon? Nee. Ich hab's da reingelegt, aber es ist falsch. Ah, guck mal. Ey, stimmt, ich habe mein Item dupliziert. Das habe ich euch noch gar nicht gesagt. Das ist mir aufgefallen. Ich habe mein Item dupliziert. Hier kann man sein Item duplizieren, Leute. Krass, ne? Ich bin voll der Hacker. Ja, das habe ich euch nicht gesagt. Ich habe nämlich hier, weil ich die scheiß Kartoffel nicht die ganze Zeit mitnehmen wollte, habe ich sie hier reingepackt. Und irgendwann hatte ich sie, als ich das Spiel neu gestartet habe, habe ich die wieder im Inventar gehabt. Und sie liegt trotzdem wieder hier drinne. Ich habe mein Item dupliziert. Nice, oder? Ich habe keine Ahnung, warum. Es ist leider so. Oh. Ja, auf jeden Fall. Ja, bis jetzt weiß ich nicht, aber was ich falsch gemacht habe. Ich kann das Item nochmal mitnehmen. Also das Buch. Irgendwas müsste hier ja... Warte mal, hier ist noch ein Lager, aber das bringt ja auch nichts, oder? Schau dich gut um, habt ihr gesagt. Hier sind nur diese blöden Bücher, die mir nichts bringen. Die habe ich schon alle angequatscht, die Bücher, aber da ist nichts. Wenn mich aufs... Jo, ich sitze die Sache einfach aus. Och, Toffee. Toffee, du hast ein Buch, denk nach. Ja, was soll ich denn machen? Soll ich es lesen, oder was? Ich darf es ja nicht mal in die Hand nehmen. Ach. Scheiße. Oh Mann, oh. Ja, ist ja gut. Was war das Zeug? Ich hab's nicht gecheckt, Leute. Ich dachte, ich bin dran vorbeigelaufen, das hat aber nicht geklappt. Bosenjunge, hi. Ich dachte eigentlich, ich wäre mal dran vorbeigelaufen, als ich offscreen geguckt habe und habe nichts Interagieren-mäßiges gesehen oder so an dem Bücherregal. Generell, ich habe jetzt nicht explizit auf das Bücherregal geachtet, sondern auf alles, was man da halt machen könnte oder so. Dummheit bestrafen. Hast du recht, Broni, hast du recht. Aber das war's? Dafür habe ich den Scheiß gemacht? Das war's jetzt? Dafür? Toll. Entschuldigung, ich habe mir was Schöneres erhofft. Nee, enttäuscht er ist. Ja, ist doch echt so. Ich dachte, da kommt was voll der krasse. Das Buch, das summt und so. Weiß ich, da kommt voll die geile Sache irgendwie, keine Ahnung. Eine verzauberte Biene oder sowas. Die sagt die ganze Zeit, ich heiße Marvin. Oder irgendwie sowas. Nee, das waren Marienkäfer, ne? Die andere war die Biene, ne? Ich bin eine Biene. Das war doch diese komische da, ne? Ja, gut, die Kartoffel, das bringt nichts, ne? Die wissen wir ja, dass wir noch nichts damit anfangen können mit der Kartoffel. Und was ist das jetzt hier mit dem eisigen Wasser? Wisst ihr dazu noch was? Weil ich bin ehrlich gesagt ein kleines bisschen überfragt gerade. Wir gehen jetzt mal zu Stitchs Haus und gucken uns einfach mal da oben, ob wir ein Item kriegen können. Beziehungsweise ihr habt ja gerade im Chat genannt, man könnte auch auf die Sammlung gucken und auf die Figur drauf. Und dann sieht man meistens, was man braucht. Oder irgendwie sowas. Mehr Details? Nee. Oder was? Es stand vorhin. Kann ein Bug sein. Celine, hallo! Ach, das mit dem Fläschchen kann ein Bug sein. Ich gehe mal zu Stitch Towers, mal gucken, ob da was liegt. Schauen wir mal. Oh, die Sonne, ne? Wie sie untergeht. Schön. Schön. Wer hat dir denn sowas geschrieben? So ein Blödsinn.
Irgendjemand hat das doch geschrieben. Also ich würde es jetzt nicht als Blödsinn abtun. Es kann ja auch manchmal sein, was wir vielleicht noch nicht wissen. Oder sowas. Oder jemand hat es einfach nur gut gemeint. Ich würde das jetzt nicht als Blödsinn betiteln. Aber, jo. Es stand, glaube ich, irgendwas im Chat vor und ich dachte, ich hätte das gelesen. Was sagst du zu dem neuen Update? Es gibt ja noch keins, aber es kommt bald eins und ich freue mich drauf. Vor allen Dingen, wir haben noch nicht drüber gesprochen, dass dieses Jahr auch jeden Fall noch der Mehrspieler kommen soll. Der Multiplayer soll anscheinend auch dieses Jahr erscheinen. Aber hier ist nichts drin. Ne? Schade. Stitch. Warte mal. Kannst du mir eigentlich mal sagen, was du brauchst? Nee, ne? Nee. Kann er mir nicht. Dann besuchen wir alle Toffi. Ich bin mal gespannt. Ich bin auch gespannt. Ich glaube, er wird nicht sonderlich groß. Ich glaube lediglich, man kann sich gegenseitig besuchen oder so. So Animal Crossing Style. Warum habe ich jetzt... Irgendwie... Heute ist nicht mein... Ich sitze heute irgendwie falsch. Mir tut alles weh. So. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie habe ich das gerade... Ich habe Genickstarre. Deswegen habe ich gerade mal versucht, meine Mütze nach oben zu packen. In der Hoffnung, dass es irgendwie besser wird. Aber heute habe ich irgendwie Genickstarre. Starte doch mal das Spiel neu wegen Stitch letzter Aufgabe. Sollen wir mal probieren? Liegt es vielleicht wirklich daran? Okay, probieren wir es einfach mal. Guck mal, da kommt Erik angerannt. Ariel! Wo bist du, Ariel? Hier riecht's nach Fisch. Du musst doch hier sein. Ariel! Es ist mit mir durchgegangen. So. Au, au. Heute stimmt was mit meinem Nacken nicht. Als ich gesehen habe, dass Encanto kommt, habe ich gleich an dich gedacht. Ja, es ist aber auch echt cool, ne? Also ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf. Aladdin wäre ein Ticken besser gewesen, aber ich freue mich trotzdem drauf. Naja, Versuch. Aber berichtigt mich, wenn ich falsch liege. Ich glaube, ich habe nichts dazu gelesen. In diesen Update-Informationen habe ich, glaube ich, nichts dazu gelesen, dass Free-to-Play irgendwann jetzt dieses Jahr noch erscheinen wird. Es hieß die Roadmap für 2023 und die ersten Updates für Februar und April, aber stand da was drinne, wann Free-to-Play wahrscheinlich, also wann höchstwahrscheinlich Free-to-Play gestartet wird? Stand nichts, ne? Tja. Das ist die Roadmap für die erste Hälfte. Okay, nur für die erste Hälfte. Ich bin mir aber trotzdem... Also, es stand aber wirklich... Sie haben wirklich nichts kommuniziert diesbezüglich. Ich will nichts Falsches jetzt kommunizieren euch gegenüber oder sowas. Also, aber ich glaube, das heißt... Also, wenn ich das jetzt richtig interpretiere, wir können damit rechnen, dass es in der ersten Hälfte von 2023 noch nicht Free-to-Play wird. Das ist ein bisschen schade für alle diejenigen, die darauf warten. Das... Was mich übrigens jetzt am meisten interessiert. Ich hab die Kartoffel schon wieder. Alter, ich dupliziere die mir jetzt jedes Mal, okay? Habt ihr was dagegen? Aber Stitchs Aufgabe geht immer noch nicht. Die würde sonst angezeigt werden. Freundschaften erweitern. Aufwerten. Level 10. Ich habe leider einen Bug. Nicht, dass die Kartoffel dein Game schrott. Oh Gott, nicht, dass es wirklich an der Kartoffel liegt, dass die Stitch-Aufgabe nicht geht. Oh Gott, das könnte halt echt sein, ne? Ich will nur mal kurz gucken, ob ich jetzt drei Kartoffeln habe oder trotzdem nur zwei. Ich sag mal so, wenn der Multiplayer kommt und wir können alle zusammenspielen, ihr könnt mich dann besuchen oder sowas, könnte es ja sein, dass ich euch dann eine Kartoffel geben kann. Für alle diejenigen, die sie nicht gekriegt haben. Ich habe tatsächlich drei Kartoffeln. Ich glaube, die Kartoffel hat mein Spiel kaputt gemacht. Stimmt, Stitch ist aber, weil er keine Kartoffel hat.
Glaubst du, ich soll die Kartoffel Stitch geben? Nee, da steht ja auch drin. Es gibt ja keine Art von Aufgabe. Ah, und ich glaube, das war auch damit gemeint, vorhin, als es im Chat gestanden hat. Ich glaube, das hat mit den Freundschaftsangaben, das stand da, glaube ich, ne? Dass man hier draufklicken kann. Hier steht ja, um die nächste Freundschaftsaufgabe von Stitch freizuschalten, musst du Folgendes erledigen. Freundschaft aufwerten, Stitch Level 10. Stitch ist aber keine... Nicht, hätte ja auch sein können. Ich meine, wir haben die Kartoffel bekommen, bevor das Update mit Stitch gekommen ist. Kann also sein, also ich weiß ja von euch, dass es nicht so ist, aber es hätte ja sein können, dass die genau diese Kartoffel dafür da ist, um Stitch glücklich zu machen, um die letzte Aufgabe freizuschalten. Aber in diesem Fall habe ich einen Bug. Die Kartoffel hat alles zerstört. Ich wusste es ja nicht. Es war ja noch nicht mal Absicht. Ich habe die Kartoffel einfach mit gutem, also unter wirklich mit gutem Glauben da reingelegt, weil ich gedacht habe, ich will sie die ganze Zeit nicht rumschleppen. Kann man hier jedes Item duplizieren? Nee, Quatsch. Die Kartoffel ist halt komisch, weil sie halt wieder ins Item zurückgeht, ne? Ins Inventar zurückgeht. Ich glaube, alle anderen Sachen kannst du hier, glaube ich, nicht duplizieren, oder? Ja. Dann sind wir jetzt am Ende, ne? Mit den Aufgaben. Wir haben nichts mehr. Es ist vorbei. Bye, bye, Unimond. Jetzt hör damit auf, Teufel. Das ist noch mehr kaputt. Ich kann doch nichts dafür. Es ist doch eh schon geschehen. Ich kann doch nichts dafür. Es ist doch schon kaputt. Ich kann ja jetzt nichts mehr dagegen machen. Geht's wenigstens meinen Kürbissen gut? Nee, die sind immer noch nicht so weit. Wie lange brauchen diese scheiß Kürbisse? Da gieße ich wenigstens da unten noch ein bisschen. Geht bestimmt beim Update wieder ganz. Ich dachte, ich hätte nämlich irgendwo auch gelesen, dass zumindest laut dem neuesten, also seit dem neuesten Update, einige Leute tatsächlich Schwierigkeiten mit irgendwelchen Quests haben. Ich weiß nicht mit welchen Quests, aber mit einigen Quests soll anscheinend Schwierigkeiten geben. Ne? Wegen dir lese ich jetzt nach Monaten Spy X Family weiter. Ja, ich wünsche dir viel Spaß dabei. Ich fand's wirklich, also ich fand die ersten drei Kapitel, fand ich extrem witzig. Ist gerade mir auf den Bauch gerutscht, über die Straße. Ja, Leute, und jetzt? Die Kürbisse brauchen 4 Stunden. Insgesamt? Jetzt stehe ich hier. Und warte. Gut, ich könnte noch Fische fangen. In der Hoffnung, dass es was bringt. Königsfische. Sollen wir mal hingehen und versuchen, Königsfische zu fangen? Ich probiere es. Nein, ich nehme jetzt keinen mit. Ich bin zu faul, jetzt jemanden zu suchen. Meine Nachbarn sind gut. Ja. Ja, deine Nachbarn sind gut. Tschüss dann, ne? So, blau habt ihr gesagt, ne? Das heißt, ich suche jetzt mal die blauen Stellen. Hier ist nichts Blaues. Toll. Mann, hab ich ein Glück. Das Gold. Ja, ist auch nicht schlecht. Nehmen wir halt Gold so lange. Der letzte Manga, den ich übrigens gekauft habe, ist... oh Gott. Müsste ich auch nochmal nachlesen. Warte, ich lese gleich. Ich muss gerade mich ganz kurz ums Angeln kümmern. Dann lese ich gleich. Yay! Ein Schwertfisch. Ich hoffe, ich das Event noch schafft. In den letzten paar Stunden. Ich lasse es echt immer drauf ankommen. Ne? Der stärkste Held mit dem Mal der Schwäche. Genau, das war der letzte Manga, den ich bisher gelesen... also, den ich mir gekauft habe. Die drei. Spy X Family. In dem Plan muss. Ach, das kam einfach so mit raus, ne? Komm, danke, geh du mit. Ich weiß, du hast Fischen-Dings, dann bist du nämlich gerade da, rein zufällig da, dann kann ich dich mitnehmen, ist okay. Ja, Spy X Family, stärkste Mal der Schwäche, stärkste, ne, mit dem Mal der Schwäche und so. Und das andere, Sin und Alice-Dingsbums da. Das sind die ich mir gekauft habe. Und empfehlen kann ich die anderen beiden, also nicht dieses Alice, das kann ich tatsächlich nicht so empfehlen, wenn man so ist wie ich. So,
Ich werde kein Glück mit den Fischen haben, ich sag's euch jetzt schon. Ich habe einmal einen gekriegt durch euch, aber ich glaube, da werde ich... Das war ein einmaliger Ausrutscher. Ich habe sonst nie Glück bei sowas. Ich habe gelesen, dass viele den Bug mit Stitch haben. Man soll einfach mal 24 Stunden... Okay, dann warte ich gerne noch. Damit habe ich kein Problem. Hättest nur bis zu dem Tag warten müssen, zu dem du getimetraveled bist. Hä? Zu welchem macht ihr Time Travel? Ich wäre da ganz vorsichtig. Da habe ich auch schon Gruselgeschichten für über das Spiel gehört, ne? Dass man hier ganz, ganz vorsichtig sein muss, was die Zeitvorspule angeht. Ich habe da echt ein bisschen Angst vor. Ich mache das nicht. Ich habe das bei Animal Crossing schon nicht gemacht. Deswegen werde ich das bei dem Spiel hier auch nicht durchziehen. Ich habe auch ehrlich gesagt noch kein Interesse daran. Ich habe so viel. Ich rede ja immer wieder darüber, dass ich eigentlich so viele Spiele habe. Ach, mein Genick tut heute echt weh. Mal kurz, Leute. Ich weiß, ich sehe aus mit meinen Haaren wie Trottel. Toffi-Trottelkopf. Meine Haare heute noch nicht gemacht, aber irgendwie. Ach. Will mein Nacken heute nicht. Gibt Leute, die das machen, aber wenn sich das normalisiert, selber schuld. Wenn sich das nicht normalisiert, selber schuld. Ich darf mich hübsch machen. Zockenfreunde, es kommt perfekt gerade. Au. Weil ich habe eh die Mütze abgesetzt.